Sandman, Bischof, lieber Herr Küchler, lieber Anton Benecker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Professor Anton Benecker hat in brillanter und überzeugender Weise herausgearbeitet, dass und warum der europäische Einigungsprozess nicht nur etwas Einmaliges ist, sondern eben auch ein Modell, das geeignet scheint, globale Herausforderungen bewältigen zu können. Also ein Modell für globale Lösungen. Und das war die Grundidee, die bei der Erarbeitung dieses Buches Pate gestanden ist. Daher auch der Doppeltitel: Friedensmacht Europa, dynamische Kraft für Global Governance. Allerdings mit einem Fragezeichen versehen. Wenn wir in diesen Tagen in verschiedenste Richtungen auf unseren Planeten blicken, dann merken wir, es brennt an allen Ecken und Enden. Die Hungerkrise, die Ressourcenkrise, der drohende Klimawandel, die Flüchtlingsströme, Terror und kriegerische Auseinandersetzungen und nun das Brennen Nordafrikas. Das heißt, die Welt schreit geradezu nach globaler Verantwortung, nach globaler Gestaltungsmöglichkeit. Und zwar auch nach einer Gestaltungsmöglichkeit, die auch eine gewisse demokratische Legitimation hat und die nach leistungsfähigen Strukturen ablaufen kann. Anton Benecker hat schon darauf hingewiesen und auch in der Moderation ist es angesprochen worden, dass wir uns in einer Schieflage befinden, insofern als eben dank der technologischen Revolution und der Philosophie einer völlig freizügigen Wirtschaft innerhalb von 20 Jahren sich die Ökonomie global aufstellen konnte und aufgestellt hat, während die politische Gestaltung nach wie vor überwiegend nach den Kriterien des 19. Jahrhunderts, das heißt in Nationalstaaten mit nationalstaatlichen Entscheidungsabläufen. Das kann nicht gut funktionieren. Dazu kommt noch, wenn ich mir das noch zu bemerken erlauben darf, dass die ethische Entwicklung der Menschheit mit den wissenschaftlichen und technologischen Möglichkeiten nicht Schritt halten konnte. Ja, im Gegenteil, dass durch die dominierende Ideologie einer kapital- und profitgetriebenen Wirtschaft eine Verstärkung des Egoismus und eine Schwächung des Prinzips der Solidarität einhergegangen ist. Wenn wir, wie gesagt, die aktuelle Situation betrachten, dann ist es mit der Hand zu greifen, dass wir globale politische Lösungsansätze brauchen. Dass die Staatengemeinschaft gefordert ist, zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Nur einige Stichworte, was auf einer solchen Agenda stehen müsste. Die viel diskutierten neuen Regelungen für die Finanzmärkte. Es sind bessere Kontrollinstrumente geschaffen. Aber die eigentliche Wurzel des Problems wurde bisher nicht angegangen. Trotz aller Anläufe, die es auch im Rahmen der G20 gegeben hat und die auch Frankreich als derzeitiges Vorsitzland wieder unternimmt. Oder ein anderes Stichwort. Wir erleben die Auswirkungen einer destruktiven Spekulation ohne Rücksicht auf menschliche Probleme. Gerade jetzt aber wieder im Anheizen der Lebensmittel. Wir leben im Bereich der Energiepreise, des Umgangs mit Ressourcen und natürlich bekannterweise im Bereich der Finanzmärkte. Wir haben nach wie vor das Übel der sogenannten Steueroasen als Orte für Steuerflucht, Bilanzfälschung und Geldwäsche. Eines unserer ursprünglichsten Themen der Global Marshall Plan Initiative, nämlich die Schaffung globaler Einnahmen, um
Kapitaltransfers. Das Thema wird zwar seit einigen Jahren auch von Regierungen und Parlamenten diskutiert. Das EU-Parlament ist ein vehementer Verfechter dieser Idee, aber in der Staatengemeinschaft der Union gibt es nach wie vor die Quertreiber. Die sagen Nein und steuerpolitische Entscheidungen müssen in der Europäischen Union einstimmig gefasst werden. Oder der Beschluss einer wirklich zielführenden weltweiten Klimastrategie oder der Start einer neuen Verhandlungsrunde in der Welthandelsorganisation, um nicht nur Freihandel, sondern auch Sozialstandards und Umweltstandards im Sinne eines fairen Miteinanders einer weltweiten Ökonomie zu verankern. Und schließlich das leidige Thema einer wirklich leistungsfähigen Entwicklungsnachbarschaft zwischen Nord und Süd. Seit 1970 versprochen, 0,7% des Bruttoinlandsproduktes. Nach wie vor weit hinterherhinkend und angesichts der Budgetkrise, die wir wissen, auch in unserem Land wieder in Gefahr unter die Räder zu geraten. Diese Liste ist bei Gott nicht vollständig. Wirklich zukunftstaugliche Lösungen scheiterten eben bisher meistens an Einzelinteressen einzelner Staaten und Mächte, aber auch an oft im Hintergrund agierenden, aber umso machtvolleren wirtschaftlichen Interessen. Warum in der Frage der Finanztransaktionssteuer so gar nichts weitergeht, kann man sich ausmalen, welche Interessen hier dahinter stehen. Die derzeit vorhandenen globalen Strukturen für Ansätze von Global Governance verdanken wir in Wahrheit der Federführung der Vereinigten Staaten zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Das, was damals geschaffen wurde, ist das Instrumentarium, das wir auch heute noch zur Verfügung haben. Die Vereinten Nationen mit all ihren Unterorganisationen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen Organisationen, die Welthandelsorganisationen, Internationaler Währungsfonds und Weltbank und einiges mehr. Diese Einrichtungen leisten nach wie vor gute Dienste, wenn sie auch an strukturellen Mängeln zu leiden haben und zum Teil eben WTO oder Internationaler Währungsfonds von der Ideologie eines kapitalgetriebenen Wirtschaft sozusagen in Geiselhaft genommen. Mit dem vorliegenden Buch haben wir versucht, einige Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen und den Akteuren damit auch Mut zu machen, aber auch einen Beitrag zu leisten, dass politische Verantwortungsträger auch mehr Rückhalt bei den Bürgerinnen und Bürgern finden können. Denn das wird notwendig sein, wenn wir entsprechend zukunftsträchtige Entscheidungen erwarten wollen. Es geht also um eine entscheidende Zukunftsfrage der Menschheit. Und dazu kann und soll Europa ein Modell sein. Und natürlich ist es auch schon angeklungen, dass man einwenden kann, Europa befindet sich ja selbst in einer Krise und eigentlich so etwas wie in einer Dauerkrise. Ja, das stimmt. Und dann wird eingewendet, dass die Vorstellung von Global Governance eine Träumerei sei. Nun, wenn einer träumt, dann ist er eben ein einzelner Träumer. Wenn aber viele Menschen dasselbe träumen, dann wird das eine Traumrealität. Und erinnern wir uns an den berühmten Satz von Martin Luther King, I have a dream. Das war damals ein Traum, als die schwarze Bevölkerung in den USA außerhalb der Gesellschaft existieren musste. Inzwischen sind einige Jahrzehnte vergangen und aus diesem Traum ist sehr viel an Realität.